Hallihallo, in dieser Episode geht es um sogenannte Teilmengen. Teilmengen sind eine Menge, die alle Elemente drin hat von einer anderen Menge. Also machen wir mal einfach ein Beispiel, zum Beispiel, oder schreiben wir es mal ganz normal hin. A und B seien zwei Mengen. Und A, zum Beispiel klein a, wäre jetzt irgendein beliebiges Element. Also, das ist nicht wirklich A, sondern eben da kann sich alles dahinter verbergen. Also zum Beispiel 1, 2, 3 oder jedes beliebige Element kann sich dahinter verbergen. Und wenn jetzt gilt, A ist Element von Groß A, dann muss auch gelten, A ist Element von B. Wie schreibt man das jetzt? Also zum Beispiel, hier schreibt man A Teilmenge von B. Das ist so ein Halbkreis, der nach rechts geöffnet ist und unten einen Strich hat. Heißt, machen wir mal ein Beispiel. Eine Menge A ist 1, 2, 3 und eine Menge B ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, gucken wir jetzt nochmal an. Also als A setzen wir jetzt mal einfach ein 1. 1 ist Element von A, also folgt daraus, dass 1 auch Element von B ist. Also hier gilt 2 das gleiche, 3 das gleiche. 4 ist in A nicht mehr drin, deswegen müssen wir es nochmal prüfen. Aber wir haben hier bereits bewiesen, hey, das ist tatsächlich Teilmenge von B. Dieses Zeichen ist hier sogar ein bisschen falsch, denn hier spricht man von einer echten Teilmenge. Und zwar schreibt man das dann mit ohne, ja genau, total schwäbisch, aber egal, ohne diesen Strich drunter, also einfach nur ein Kreis, der nach rechts geöffnet ist, das ist jetzt total hässlich, aber hey. Hier ist tatsächlich die Menge A das gleiche wie die Menge B, also wenn jetzt B auch nur 1, 2, 3 hätte, dann schreibt man hier dieses Zeichen und spricht von einer Teilmenge. Und wenn B noch mehrere Elemente drin hat, die nicht in A drin sind, dann spricht man von einer echten Teilmenge. Gut, das war's wieder zu dieser Episode. Ich hoffe, es hat wieder gefallen. Bis zum nächsten Mal.